Hallo liebe Leute, heute ist der erste offizielle Tag der Tour. Wir sind jetzt gerade vor ein paar Minuten in Gotha angekommen. Wir machen hier noch so eine kurze Zwischenstation, bevor es dann weitergeht nach Bad Langensalza, weil wir dort noch nicht so früh ins Hotel kommen. Ich bin jetzt hier gerade bei der Margaretenkirche. Habe mich hier schon ein bisschen umgeschaut. Ist eine kleine, spannende, ostdeutsche Kleinstadt. Und ich finde die Kirche hier sehr schick. Ich zeige es euch mal von außen. Und da steht jetzt dran, dass man da rein kann. Das versuche ich jetzt einfach mal und dann schaue ich mal, ob ich noch ein paar Aufnahmen von innen machen kann. Bis dann. Neben der historischen Altstadt gibt es in Gotha natürlich auch eine historische Neustadt und die sieht dann so aus. Wir sind jetzt gerade in Bad Langensalza angekommen im Hotel. Schönes, schnuckliges kleines Zimmer. Nichts Besonderes, aber schon irgendwie schick. Hier ist ein Bachlauf direkt unter meinem Fenster. Das sieht irgendwie doch sehr cool aus. Genauso wie die im Moment doch relativ laute Straße hier. Ich hoffe mal, dass das WLAN hier etwas schneller ist als im letzten Hotel, damit ich dann die Doku von der letzten Woche hochladen kann. Mal schauen, wie es wird. Bis dann! Ich bin jetzt hier in Bad Langensalza im Kultur- und Kongresszentrum, wo wir heute Abend auftreten werden. Premiere findet heute statt. Ich zeige euch jetzt mal die Bühne. Also hier wieder die allseits bekannten Cases, alles voll damit. Genau, und so sieht das Ganze dann aus der Perspektive der 12 Tenöre aus. Ich gehe jetzt nochmal nach oben und schaue, ob ich nochmal einen Blick auf die Bühne vom Zuschauerraum auswerfen kann. Bis gleich. Ich bin nämlich jetzt auf dem Rang und so sieht das Ganze von hier oben aus.
heute. Es ist jetzt Tag 2 der Tour. Ich befinde mich jetzt in, wie heißt der Ort, Reichenbach, im Neuberinenhaus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, schickt mir gerne einen Link zur Lautschrift oder sowas. Und ich bin hier in Sergejs und meiner Umkleidekabine. Mit eigenen Spiegeln, vorgebügelten Hemden und dem eigenen Waschbecken. Und sehr spannend, wir bekommen hier dienstlich gestellt sozusagen Haarzeug, mit dem wir uns unsere Haare machen können, wenn wir möchten. Ich möchte nicht, ich möchte jetzt erstmal was essen und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, aber wir haben auch alle auf ihrer Garderobe jeweils eine Flasche mit uns bekommen. Was meinst du? 10 Meter Schrank. 12! So. Wir sehen eine Schlange, dort gibt es also was zu essen. Und in diesem tollen Saal werden wir jetzt speisen. Bis demnächst. Ja, ich bin jetzt auf der Bühne und zeige euch jetzt mal, wie das hier so aussieht. Wo sind wir? Reichenbach. Alles schön mit Beschilderung, damit wir auch wissen, wo wir lang müssen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Sache, nämlich die Mikros für die Tenöre. Genau, ich gehe jetzt in Backstage und werde mich dann umziehen und wir sehen uns demnächst. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin immer noch in Reichenbach. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg in die neue Location. Wo genau es hingeht, zeigt sich dann bei einem Blick auf den Tourplan. Wie ihr seht, ist es mittlerweile Tag, kurz vor 10. Ja, und wir sehen uns dann demnächst. Bis dann. Ich bin jetzt gerade in Einbeck, in dem Wilhelm-Bendo-Theater. Kann man da oben noch so halbwegs lesen. Und wie ihr seht, sind auch schon einige Leute hier. Und ich gehe jetzt noch mal rein und zeige euch noch mal die Bühne und dann gehe ich mich umziehen und in einer halben Stunde geht dann die Show los. Bis dann. Ja, ich bin jetzt hier im Veranstaltungssaal und der sieht doch eigentlich ziemlich cool aus. Jetzt gerade werden hinter mir die Türen geöffnet. Ja, hier spielen wir heute Abend. Und ich mache mich jetzt auf den Weg in den Backstage. Bis dann. Hallo liebe Leute, wir sind heute in Hückelhofen. Wir sind in dem Moment Edwin und ich. Hallo. Hallo. Und wir haben hier was ganz Spannendes. Es gibt hier nämlich schon Reservierungen für 2016. Was denkst du denn dazu, Edwin, dass man heute schon Karten für 2016 kaufen kann? Wir haben das verdient, das ist wunderbar. Wir sind top, wir sind die Besten, ja? Ja. Ja, genau. Ja, okay, super. Das lassen wir mal so jetzt stehen. Die Jungs singen sich jetzt gerade ein und jetzt kommt meine Lieblings-Einsingen-Übung. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ja, hier werden wir heute Abend spielen und jetzt machen wir noch einen kurzen Soundcheck und dann geht es ans Umziehen und heute um 18 Uhr geht es dann los. Bis dann!